man muss schon mal fragen, und das ist in vielen Diskussionsrunden auch diskutiert worden in der deutschen Bevölkerung, welche Legitimation haben ein Joachim Löw, eine Olivia Jones oder ein Roland Kaiser, VIPs aus ganz anderen Bereichen, die keine Volksvertreter sind. Sie sind nicht gewählt worden, sie sind nicht legitimiert worden, sie sind durch ein Gremium nochmal irgendwie erweitert worden. Schlimmstes Beispiel diesmal in Berlin war die Künstlerin, nennen wir sie mal so als Künstlerin, Reyhan Sahin, besser bekannt als Lady Bitch Ray. Das Auftreten dieser Dame, meine Damen und Herren, war sicherlich weder repräsentativ für die deutsche Bevölkerung, noch war es der Wahl des höchsten deutschen Repräsentanten irgendwie angemessen. Zahlreiche Fraktionen dieses Hauses rühmen sich auch damit, mehr für Demokratie zu machen, mehr direkte Demokratie zuzulassen. Ich möchte da beispielsweise an einen Beschluss des CSU-Parteivorstandes erinnern. Wir haben das auch im Anhang unseres Antrags noch mal aufgeführt gehabt, vom 17. Juli 2017. Dort heißt es ganz klar, Bürger an der Ausgestaltung unserer Politik stets eng zu beteiligen, beispielsweise und so weiter und so weiter. Heute, meine Damen und Herren von der CSU, können Sie das mal, was Sie hier versprochen haben, auch unter Beweis stellen. Einerseits plädieren Sie dafür, dass der Bundespräsident direkt von den Bürgerinnen und Bürgern, vom deutschen Volk gewählt wird. Und andererseits monieren Sie dann, dass ja auch Bürger dieses Landes, Lady Bitch Ray und Joachim Löw, dann den Bundespräsidenten wählen. Entweder sind es Abgeordnete oder es ist das deutsche Volk. Und diese beiden Personen gehören für mich zum deutschen Volk. Und das Zweite, was ich zurückweise, sind irgendwelche Verstellungen der Position der CSU. 2017 hat die CSU im Bayernplan angesprochen, dass wir für eine stärkere Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger sind. Von der Bundespräsidentenwahl war davon überhaupt nicht die Rede. Also hören Sie auf, sowas zu behaupten. Und wenn man also möchte, dass der Bundespräsident bei uns direkt gewählt wird, dann muss man sich gewahr sein darüber, dass das auch die Diskussion auslösen wird über die Frage der Rechte des Bundespräsidenten. Ja, werter Kollege Schmidt, also ich bin jetzt echt überrascht, dass Sie Lady Bitch Ray gut finden, aber okay. Wir haben hier überhaupt nichts in unserem Antrag drinstehen über die Rechte des Bundespräsidenten. Wir wollen da auch nichts ändern. Aber es ist ganz egal, welche Rechte der hat. Er kann trotzdem vom Volk gewählt werden. Das macht nämlich überhaupt keinen Unterschied. Und da öffnen Sie auch keine Diskussion darüber. Und von dem her, ja, ich gebe Ihnen recht, dass eine Wahl des Bundespräsidenten, eine Wahl durch die Bevölkerung vielleicht ein paar Euro teurer ist. Aber wir wollen doch bitte an der Demokratie nicht sparen.